In unserer aktuellen Gesellschaft gibt es Mechanismen, die bestimmte Gruppen aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit anders behandeln. Ich spreche von besonderen MINT-Angeboten für Frauen, von Migranten- oder Frauenquoten, vom Bevorzugen weiblicher Bewerber um einen Arbeitsplatz, von besonderer medialer Rücksicht auf Frauen und Randgruppen und vielen ähnlichen Dingen. Diese Dinge sind per Definition istisch, je nach Gruppe sexistisch, rassistisch oder irgendetwas anderes in die Richtung. Aber ich bin niemand, der sich von bösen Worten abschrecken lässt. Vielleicht ist Sexismus ja das Beste, was es je gegeben hat. Um das zu beantworten, müssen wir zunächst entscheiden, was wir wollen. Wenn wir zum Beispiel entscheiden, dass alle gleich sein sollten, sind Quoten eine gute Idee. Wir bräuchten eine Frauenquote auf dem Bau, eine Männerquote bei Putzfrauen und auch eine Frauenquote für Führungskräfte. Das Ziel, alle gleich zu machen, halte ich allerdings nicht für ideal. Stattdessen ziehe ich es vor, dass sich jeder Mensch möglichst frei entfalten kann. Jeder entscheidet also selbst, was er tut. Es gibt keine staatlichen Verzerrungsmaßnahmen und alle sind glücklich. Ende. Oder auch nicht. Denn die so entstehende Verteilung würde nicht lange die tatsächlichen Dispositionen der Teilnehmer repräsentieren. Denn auf Basis der tatsächlichen durchschnittlichen Unterschiede der Gruppen würden sich Stereotype bilden. Frauen sind körperlich schwach und rücksichtsvoll, Flüchtlinge sind arm, dumm und kriminell, Männer sind gewalttätig und sexsüchtig. Diese Stereotype würden dann die realen Gegebenheiten verstärken. Männer würden in gewalttätigen Umfeldern besser akzeptiert werden und Flüchtlinge würden schneller aussortiert werden, wenn sie sich für einen intellektuell anspruchsvollen Job bewerben. Dadurch entsteht eine Art Selbstverstärkungseffekt, der diesem Video seinen Namen gibt. Brauchen wir also doch Gleichmacherei? Meiner Meinung nach nein. Aber wir brauchen Ausbalancierungsmaßnahmen, die sich mit dem Selbstverstärkungseffekt durch Stereotype die Waage halten. Ich sehe mich aktuell nicht in der Lage, logisch zu belegen, wie stark diese Maßnahmen sein sollten. Aber nach meiner subjektiven Wahrnehmung sind sie aktuell zu stark und zu sehr auf bestimmte Bereiche fokussiert.